Let's go. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Wenn noch irgendetwas für ihre Trauerfeier gebraucht wird, schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihm, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht der Wal, sondern ein Elund Schmied. Sagt dir der Name was? Hm. Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen, es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer. Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst Derwal mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn falschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Okay. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Finde Derwal und bring ihn zu mir. Er wird für sein Verbrechen büßen. Machen wir uns mal auf den Weg. Let's go. Das ist es. Dies ist das Haus. Bist du da, Derwal? Überraschungsbesuch! Ist eine Bombe. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Eine echte Sieht Bombe. Sieht nicht besonders groß aus. Und gefertigt. Groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe einen Feuersturm entfachen. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los.
Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Hilf mir, das muss raus. Okay, hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Avad soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Passt. Was ist passiert? Warum ist das Lagerhaus explodiert? Stiefelspuren. Ein wenig Lohe darin. Kann ich euch vielleicht eine lukrative Gelegenheit interessieren? Sofort zum Feuer und eine Eimerkette bilden! Hier gibt's nur die besten Waren. Was ist das denn? So ein Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Okay. Reden. Nein, lebhaft diskutieren. Vom Rand des Landes geht auch auf. Werden wir angegriffen? Die Spur führt hinein. Noch eins von der Wahl zu verstecken? Hier muss der Wahl den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein, der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Der Wal. Was tust du? So. Klebt an meinem Körper. Ich würde zu gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu nörgeln, Mann. Irgendwer muss hinten sichern. Sicher du lieber deinen Hintern. Er hat mich gesehen. Dann mal los. Aber war gut. Das brauche ich. Komm schon, komm schon.
Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag Lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein! Es sollte ein Feuersturm sein! Und keine... Ja, und zuerst die Faustschüsse und... So. Was ist das? Oh, du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Zu den Waffen! Du musst dir schon mehr Mühe geben, Rutschop. Können wir das beenden? Ich muss noch einen Sonnengott töten. Mir eigentlich auf die Nerven. Warum lässt er wahllos immer seine Frauen für ihn kämpfen? Damit du nicht zu viel redest, Mann. Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osman-Bastler weiß man. Man braucht einen Notfallplan. Oh mein Gott, das ist ein Sturmvogel, oder? Oh, sonst ist nur einfacher Habicht. Muss ein Grauhabicht sein. Ein fliegender Raubjäger. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Na los, mal komm. Diese majestätischen, mörderischen Glitzer habe ich denn. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr.
Sehr schön. Ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte. Töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wenn ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Ich weiß, wovon du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im An. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Sehr schön. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann und rein. Ciao.